Ich begrüße Sie alle herzlich. Ich freue mich, dass wir auf diesem Weg miteinander verbunden Weihnachten feiern können. Dass wir so miteinander die Freude über die Weihnachtsbotschaft teilen können. Wir hören neu auf die Weihnachtsgeschichte der Bibel, voller Gewissheit, dass sie uns auch in dieser Zeit Freude und Zuversicht schenkt. Aus dieser Geschichte heraus leuchtet uns die Liebe Gottes entgegen. Diese Liebe, die Menschen zu allen Zeiten begleitet hat. Im Namen dieses Gottes feiern wir diese Andacht. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen Sie uns beten. Großer Gott, richte unseren Blick auf das Kind in der Krippe. Lehre uns so, deine Herrlichkeit sehen im Unscheinbaren. Öffne unsere Ohren für die Worte der Himmelsboten, die unserer geschundenen Erde Frieden ansagen. Sei du, Herr, unsere Kraft, dass wir uns aufmachen und uns denen anschließen, die den Christus in Menschengestalt suchen. Fülle unsere Herzen mit den Lobgesängen der heiligen Nacht und tauche unser Leben in ein gnädiges Licht. Amen. Wir hören jetzt die Weihnachtsgeschichte. Es sind die aktuellen Konfirmandinnen und Konfirmanden, die aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, der Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließ, und jeder in seiner Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließ, mit Maria, seinem vertrauten Weib, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in eine Windel und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatte sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten, in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Aber Maria merkte sich all ihre Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesten und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genauso, wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Thank you.
endlich ist es da, das Weihnachtsfest. Ich freue mich und ich hoffe, auch Sie spüren diese besondere weihnachtliche Freude. Allerdings, dieses Jahr hatte dieses Fest ganz gehörige Anlaufschwierigkeiten. Im Advent habe ich ganz viele Menschen getroffen, die gesagt haben, mir ist überhaupt nicht nach Weihnachten zumute. Ja, und wen wundert's? Wochenlang haben wir im Herbst ratlos die stets steigenden Corona-Zahlen beobachtet. Mitunter auch enttäuscht, denn seit diesem Frühjahr war ja der Impfstoff da. Viele haben sich impfen lassen, viele wollten dadurch mit dazu beitragen, dass Corona endlich besiegt wird. Doch schließlich haben sich nicht ausreichend viele Menschen daran beteiligt. Somit haben wir lange befürchtet, dass es wieder Einschränkungen geben wird, auch für dieses Weihnachtsfest. Und diese Einschränkungen sind ja dann auch in mancherlei Hinsicht gekommen. Insgesamt war dieses Jahr geprägt von gesellschaftlichem Unfrieden, vor allem wegen der Maßnahmen, die der Eindämmung von Corona dienen sollten. Friede auf Erden. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und wen wundert's, wenn es vielen nicht danach ist, diese Botschaft zu feiern, bei all dem Unfrieden, der um uns herum ist. Ich glaube, dass Menschen zu allen Zeiten dieses Gefühl hatten. Immer wieder haben Menschen sich von Unfrieden bedrückt gefühlt. Auch zur Zeit, als Jesus geboren wurde, war das bestimmt nicht anders. Israel war ein besetztes Land, Rom hatte das Sagen. Kulturell driftete das Land immer mehr auseinander. Es gab verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Und es gab auch damals schon Terroranschläge, durch die das System zum Zusammenbrechen gebracht werden sollte. Judas, der später ein Jünger von Jesus wird, der soll solch einer Terrorbewegung angehört haben. Also auch damals litten Menschen am Unfrieden. Aber in dieser besonderen Nacht lernten Menschen, diese Welt mit ganz anderen Augen zu sehen. Von diesem Stall, in dem in finsterer Nacht ein Kind zur Welt kam, ging eine Bewegung aus, die bald viele Menschen erfasste. Sie sahen in diesem Kind ihren Erlöser. In Jesus, der in bitterer Armut und doch in dieser besonderen Atmosphäre von Geborgenheit das Licht der Welt erblickte, in ihm lag ihr Friede. Sie sagten und glaubten fest daran, mit Jesus hat der Friede in dieser Welt begonnen. Seit Weihnachten in Bethlehem ist diese Welt überwunden. Jetzt beginnt der Friede, das ist die neue Sicht auf die Welt. Die Menschen im Stall von Bethlehem erkennen den beginnenden Frieden darin, dass den Eltern, Maria und Josef, trotz der widrigen Umstände ein gesundes Kind geschenkt wird. Gott ist da, in finsterer Nacht. Die Hirten fühlen den beginnenden Frieden, weil sie die Ersten sind, die eingeladen werden, dieses Wunder mitzuerleben. Die Weisen aus dem Morgenland, die schließlich auch den Weg in den Stall finden, sie wissen um das Geschenk, das Gott der ganzen Welt mit diesem Kind macht. Er gab dieser Welt seinen Sohn, damit er sie lehrt, wie Friede werden kann. Durch Freundlichkeit, durch Interesse, durch Reden und Verstehen wollen und einem Begegnen auf Augenhöhe, auch durch Diskutieren. Jesus lehrt aber auch, dass Gottvertrauen wichtig ist, damit Friede werden kann. Gott gab dieser Welt seinen Sohn. In diesem Geschenk dürfen wir erkennen, dass Gott diese Welt nicht sich selbst überlässt und dass er sich einmischt in den Unfrieden dieser Welt, um Frieden zu stiften.
Die Liebe Gottes zu jedem Menschen, die in dieser Nacht zu spüren war. Diese Liebe, die den Menschen in ganz Israel durch den erwachsenen Jesus begegnete. Diese Liebe hat sie alle verändert. Verändert in ihrer Sicht auf die Welt und verändert in ihrem Handeln. Der Frieden unserer Tage, der beginnt jetzt, heute, am Weihnachtsfest. Das feiern wir heute und in den kommenden Tagen. Alle weihnachtlichen Vorbereitungen, aller Lichterglanz, alle Geschenke, alle Festlichkeit, die jeder heute und morgen auf seine individuelle Weise lebt, das alles ist Ausdruck dafür, wie ich mit dem Unfrieden dieser Welt umgehe. Wir feiern Weihnachten. Die Welt wird hell und bunt. Wir feiern und geben damit allem Unfrieden nicht mehr Bedeutung, als er verdient. Dieses Fest ist unsere feste Burg, die uns davor bewahrt, dass Freud und Hoffnungslosigkeit uns bestimmen oder dass die Angst vor der Zukunft uns aufreibt. Wir feiern Weihnachten. Wir zünden Lichter an in der Finsternis unserer Tage und drücken damit aus, der Frieden hat längst begonnen. Ich kann Menschen beschenken oder sie mit Karten und Grüßen bedenken, die Verbundenheit mit anderen spüren und dadurch begreifen, wie gesegnet mein Leben ist. Die Botschaft vom Frieden auf Erden weckt Freude und diese Freude, die macht frei. Sie macht mich auch frei, meinen kleinen Beitrag zum Frieden heute zu leisten. Das Versuchen zu leben, was Jesus uns vorgelebt hat. Weihnachten feiern heißt, sich beschenkt fühlen. Mit dem Leben im Hier und Jetzt. Mit allen Menschen dieser Zeit. Und durchaus auch mit den Errungenschaften der Wissenschaft und den gesellschaftlichen Institutionen, die unser Leben regeln und schützen. Möge diese Weihnachtsfreude heute und alle Tage des neuen Jahres unsere Herzen erfüllen. Amen. Lassen Sie uns füreinander beten. Du Gott Marias und Elisabeths, öffne uns für das Heilige im Unerwarteten, für das Große im Kleinen, für die neuen Anfänge, die du uns setzt. Du Gott Josefs und Zacharias, lehre uns, auf unsere Träume zu hören. Schenke uns Kraft für lange beschwerliche Wege und hilf uns, unseren Stolz hinunterzuschlucken und das Richtige zu tun. Du Gott über Augustus und Quirinius, hilf uns, dass jeder verantwortungsvoll mit Worten und Taten und mit der Macht, die jede und jeder von uns hat, umgeht. Du Gott der Hirten auf einsamem Feld,
Vertreibe Angst und Furcht aus uns und lass tiefes Vertrauen in uns wurzeln. Von unserem Glauben und Vertrauen lass uns frei in dieser Welt erzählen, mit Worten und mit Taten. Herr unser Gott, es ist Weihnachten. Lass den Frieden, den du verheißt, in mir beginnen. Amen. Und gemeinsam lassen Sie uns ein Vater unser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende dieser Andacht möchte ich mich bei allen bedanken, die sie mitgestaltet haben. Unseren beiden Organisten Ellen Schlitt und Andreas Planz für die Musik. Unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden für das Lesen der Weihnachtsgeschichte. Und Andreas Planz für die liebevolle Gestaltung dieses Videos. Ihnen allen wünsche ich noch einmal frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, das mit Freude, Hoffnung und Aufbruchsstimmung gesegnet ist. Gehen Sie in diese Tage und in die Zeit, die vor Ihnen liegt, unter dem Segen Gottes. Herr, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden.